Ein Benefizabend des Suroptimistinnen-Club Dülmen lockte am Dienstagabend Mitglieder und Kinofans zur Filmvorstellung ins Cinema Dülmen. Gezeigt wurde der Film Home der früheren Dülmnerin Franka Potente. Wir kümmern uns weltweit um Frauen und Mädchen. Wir sind ein Club hier in Dülmen aktuell mit 28 Frauen, die alle berufstätig sind. Wir unterstützen im Moment die Ziele in eine Nokofila-Schule in Südafrika. Eine Clubschwester von uns kommt aus Südafrika. Und hier in Dülmen unterstützen wir das Kinderwohnheim aktuell für die Mädchengruppen. Insgesamt in Europa haben wir 223 Clubs mit 6.500 Mitgliederinnen. Das Interesse an der besonderen Kinovorstellung war groß, sodass gleich zwei Kinosäle erforderlich waren. Franka Potente, die in Los Angeles lebt, konnte zur Vorstellung ihres Films nicht kommen. Vor Beginn des Films präsentierte die Dülmener Journalistin Sarah Schwedtmann ein Exklusivinterview mit Franka Potente. Dort berichtete sie über ihre Arbeit. Und ich glaube, Dülmen ist für mich vor allem ein Ort der Erinnerungen, ein Ort, über den wir auch oft sprechen. Ich habe meine Teenager-Jahre vor allem in Dülmen verbracht. Ich war dort auf der Musikschule, ich war auf dem Gymnasium, ich bin mit meinem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Ich finde immer Außenseitergeschichten toll, Leute, die irgendwie nicht dazugehören, aber natürlich dazugehören wollen. Und das ist Marvin Hacks auch. Ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil Sie sehen ja den Film noch. Aber so dieser Struggle, diese Bemühungen finde ich erstmal interessant. Der Film ist ein Sozialdrama. Es geht um einen jungen Mann, der nach einer Zeit im Gefängnis nach Hause zurückkommt, um seine Mutter zu unterstützen. Also nicht unbedingt eine leichte Kost, die da Franka Potente für ihr Langspieldebüt gewählt hat. Also soziales Engagement spielt da natürlich auch irgendwo eine Rolle, aber vor allem dieses Schubladendenken und Vorurteile. Der Erlös des Abends in Form von Eintrittskarten zur Kinovorstellung soll der Musikschule Dülmen für die Durchführung eines Musical-Projektes zugutekommen. Aktuell hier jetzt für den Film unterstützen wir die Musikschule Dülmen. Wir machen ein Musical-Projekt mit verschiedenen Grundschulen und vor allen Dingen auch Förderschulen hier in Dülmen. Und wir versuchen damit möglichst viele Kinder breit anzusprechen. Also in ganzen Klassenverbänden sind die Kinder mit dabei. Und das ist für die Kinder, die Teilnahme ist für die Kinder kostenlos und wir werden ein großes Abschlussevent machen dann im Juni, wo alle Chöre zusammenkommen werden. Und erzählt wird die Geschichte von Ritter Rost und der wohnt mit seinem Drachen Koks und mit seinem Burgfräulein Bö in der eisernen Burg im Fabelwesenwald und er erlebt immer verschiedene Abenteuer. Dann startete der Film. Die Handlung spielt in der kalifornischen Kleinstadt Santa Clarita. Dort hat Marvin Hacks vor 17 Jahren einen Mord an einer älteren Dame begangen. Jetzt will er dorthin zurück und seine Mutter pflegen. Doch die Menschen in der Stadt haben die Gräueltat noch immer nicht vergessen. Der Film ist ein Sozialdrama. Es geht um einen jungen Mann, der nach einer Zeit im Gefängnis nach Hause zurückkommt, um seine Mutter zu unterstützen. Also nicht unbedingt eine leichte Kost, die da Franka Potente für ihr Langspieldebüt gewählt hat. Also soziales Engagement spielt da natürlich auch irgendwo eine Rolle, aber vor allem dieses Schubladendenken und Vorurteile. Der Film wurde von Kritikern positiv bewertet. Michael Mainz schreibt in seiner Funktion als Filmkorrespondent der Gilde Deutscher Filmkunsttheater: Mit fraglos großer Empathie schildert Potente Szenen aus der amerikanischen Unterschicht, zeigt das Leben der anderen Hälfte, jener Hälfte, für die die Versprechungen des amerikanischen Traums immer in unerreichbarer Ferne bleiben werden.